Ich bin seit 7 Jahren ein großer Fan von frisch gepressten Säften. Dabei habe ich über die Jahre hinweg sehr viele Sachen ausprobiert, viele verschiedene Kombinationen. Und heute möchte ich dir einen meiner Lieblingssäfte vorstellen, den ich dir nur wärmstens ans Herz legen kann, den auch mal auszuprobieren, denn er hat sehr viele gesundheitliche Vorzüge. Es ist der Selleriesaft und er hat folgende gesundheitliche Vorzüge. Er ist sehr wasserhaltig und unser Körper besteht nämlich zum großen Teil aus Wasser. Das heißt, er hydriert sehr gut. Außerdem hat er sehr viele Vitamine und Mineralstoffe, also Basen, die euch dabei helfen, den Körper zu entgiften und auch zu entschlacken. Genauso wie die ganzen Antioxidantien, die in dem Sellerie drin sind, die euch nochmal zusätzlich vor Stress schützen und auch einen gewissen Schutz für eure Haut geben und hier zum Beispiel ein natürliches Anti-Aging für eure Haut gewährleistet. Der Selleriesaft wirkt auch entzündungshemmend. Das hilft dir zum Beispiel bei Rheuma, bei Gicht, bei Morbus Crohn oder auch bei Dermatitis. Auch der Blutdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden reduziert. Am besten du trinkst den Selleriesaft auf nüchternen Magen und wartest dann bis zu deiner nächsten Mahlzeit ungefähr 30 Minuten, bis der Saft deine Verdauungsorgane passiert hat. Ich tue zum Beispiel jeden Tag ungefähr 1 Liter bis 1,5 Liter Selleriesaft trinken. Das mache ich mit meinem Angel Juicer, der kommt da richtig gut damit klar. Da kommt dann ein trockener Trester raus. Ich habe eine sehr hohe Saftausbeute und er ist auch wirklich einfach zu reinigen. Werde ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken, dann kannst du dir den Saft da auch anschauen. Auf der Webseite findest du noch weitere Modelle, die auch wunderbare Slow Juicer sind, wo man sich sehr gute, frisch gepresste Säfte für seine Gesundheit machen kann. Der Geschmack kann am Anfang wirklich sehr gewöhnungsbedürftig sein und viele Anfänger können schon nach einem halben Liter gar nicht mehr weitermachen zu trinken, weil dann zum Beispiel auch der Darm dann reagiert und man zum Beispiel schnell auf die Toilette muss. Jedenfalls gibt es auch Leute, die haben dann Probleme mit den ganzen Bitterstoffen und deshalb können sie es nicht trinken. Hier mein kleiner Tipp, entfernt die Blätter, weil die enthalten die meisten Bitterstoffe. Und das wird dann auch ziemlich intensiv, da kann ich auch zum Beispiel nicht so viel trinken. Ich zupfe die Blätter ab und manchmal tue ich mir auch nochmal eine Gurke mit reinschneiden und dann schmeckt das einfach alles wirklich wunderbar. Wichtig ist, dass ihr auch auf die Qualität vom Sellerie achtet. Der wird im konventionellen Anbau sehr stark behandelt, gespritzt, auch mit Pestiziden. Von daher würde ich da mehr dazu tendieren, den aus biologischen Anbau zu holen oder wie ich das auch zum Beispiel jetzt mache, hier in meinem Permakulturprojekt, wo ich hier jetzt gerade in meinem Gewächshaus bin, einfach ihn selber anbauen, denn dann wisst ihr wirklich, was ihr von eurem Obst und Gemüse zum Beispiel habt. Für den naturnahen Anbau von Obst und Gemüse kann ich dir auch wirklich wärmstens diesen Kanal empfehlen. Ich beschäftige mich nicht immer mit Gesundheit, sondern auch mit dem Anbau in einer Permakultur. Ist das nicht genial? 2 Fliegen mit einer Klappe. Also tu deinem Körper und deiner Gesundheit etwas Gutes. Ich kann es dir nur wärmstens empfehlen, jeden Tag einen frisch gepressten grünen Saft zu dir zu nehmen. Du wirst es schon gleich am ersten Tag merken, wie dein Wohlbefinden sich steigert. In diesem Sinne freut mich, dass du hier eingeschaltet hast. Ich werde noch in der Endkarte hier noch spannende Videos verlinken, die dich auch interessieren könnten. Und sonst gerne einen Daumen nach oben geben. Deine Erfahrungen zu frisch gepressten grünen Säften, zu Selleriesaft und was überhaupt dein Favorit ist. Und auch gerne diesen Kanal weiterhin abonnieren, damit ich dich wieder freuen kann, dich im nächsten Video zu sehen.